Rohstoffquelle. Oder nicht als Rohstoffquelle, sondern als interessanten Rohstoff. Die Seeds, die können ganz ehrlich weg. Und der Flint, der, nee. Der, warum habe ich eine Glücksschaufel oder warum so viele Flints? So, hier ist aber da schon angefangen zu wachsen. Das heißt, hier können wir zubauen. Haben wir nicht mehr Krabbel? So. Da müssen wir dann halt uns manchmal einiger Tricks bemühen. Damit das Ganze dann... Ach, da haben wir noch den restlichen Krabbel. Damit das Ganze dann doch schlussendlich passt. Aber bis jetzt war das ja nicht unbedingt so schlimm. Also in unserer anderen Stadt, in unserer Wüstenstadt, war das ja auch noch nicht so schlimm, wenn wir hier und da dann mal ein bisschen... so viel zu, wir betreiben keinen Fusch beim Bau. Wenn wir... Was wollte ich sagen? Genau, wenn wir da einfach ein bisschen... uns mal nicht so standardmäßiger Mittel bedienen und nein, nicht oh, dieser Flint. Flint, irgendwann werde ich vor dir wegrennen, kreischend. Ich habe gerade eine Idee. Und die probiere ich einfach mal aus, ob sie aussieht. Dazu hier hoch und dann darüber. Ja, das hat ja prima geklappt. So, und dann nochmal hier hoch und darüber. Jetzt hat es aber geklappt. Und zwar nehme ich mal die Treppen, die wir hier haben. Wobei, das ist dann, glaube ich, too much, oder? Ja, das wirkt schon fast... Ja, das ist too much. Das ist too much, bei weitem. Erde. Danke. So, du kommst wieder weg. Das war eine kleine Idee vom Kuri, aber die Idee war jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Deswegen... Und hier versuche ich das auch noch. Wie lange nehme ich jetzt? 40 Minuten nehme ich schon wieder auf. Ach du meine Güte. Dann sind es ja noch 8 Minuten, bis ich dann 4 Folgen aufgenommen habe. Ich nehme ja so immer meistens im 3-4 Folgen-Rhythmus auf. Damit ich auch gut auf Kommentare eingehen kann. Ich meine, es kommen ja nicht so viele Kommentare, aber wenn welche kommen, dann kann ich halt gut darauf eingehen und habe nicht schon irgendwie für die nächsten 10 Monate im Voraus produziert. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, wenn man das macht, aber ich mache es lieber so. Das ist mir irgendwie lieber. Okay. Dann wollen wir mal... So. Der Eingang ist ziemlich weit hinten einfach, damit man hier den ganzen Weg lang gehen muss. Okay, dann hole ich mal das hier raus. Nee, das sieht natürlich kacke aus. Aha, dann hole ich mal das hier raus. Nee, das sieht natürlich kacke aus. Ach, was bin ich ein Poet. Ich bin ja wirklich fast schon begnadet, muss man ja ganz ehrlich sagen. So, das hier ist dann halt zur steinernen Reling, keine Ahnung, wie ich das Ganze nennen will. Wisst ihr da vielleicht irgendwelche Vorschläge, wie man die Taverne nennen könnte? Zum goldenen Affen? Nee, das ist alles völlig weit hergeholt. Das ist dann, glaube ich, nicht so der neueste Trend. So.
So, und von da hat man ja ein bisschen Diskretion. Da mag man es ja nicht so, wenn man da vorne reinguckt. Deswegen beginnt... Upsa, da haben wir... Doch, wir haben noch welche. Deswegen beginnt hier das erste richtige Fenster. Da sind da nur so kleine Fenster. Die Blumen will ich da dann ja noch hinpflanzen. So, da hat man dann den Eingang. Und dann macht man da noch das ganz bis nach oben hin zu. Wobei das obere dann doch aus Holz kommt, sonst ist das mir, glaube ich, zu massiv. Ja, das ist mir dann, glaube ich, wirklich zu massiv. Okay, dann probiere ich das Ganze mal aus. Okay, darüber und dann hier hoch. Man könnte hier natürlich rein theoretisch noch ein bisschen normales, also die Baumstümpfe benutzen, um da so einen kleinen Abtrennstrich zu ziehen. Aber ich probiere es jetzt erstmal so. Hier kommen dann natürlich die Zimmer hin mit Fenster und so. Halt die kleinen Zimmer. Das sollen ja keine großen Zimmer sein, wie bereits erwähnt. Hol ich mal die Treppen raus. So, dann baue ich hier wieder alles hin und oh, schon 44 Minuten. Aber nun denn, ich bin gerade so im Bauflow und ich weiß nicht, ob das alles so recht aus, so recht aussieht. Also die Front ist etwas gewöhnungsbedürftig, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Front ist wirklich... Puh, die Front ist gewöhnungsbedürftig hoch 10. Und der direkte Übergang von Stein auf Holz gefällt mir hier nicht. Deswegen mache ich da mal Trick 17 auch wieder und benutze unsere Slabity Slabs, von denen wir auch nicht mehr so viel haben. Dann benutze ich mal Cobblestone. Und da kommt dieses seltsame Lied und diese Fehler manchmal, dass das... Was zum? Warum fällst du 10.000 Mal da raus, du Holzblock? Du warst doch nur einmal da. Also es ist halt, wie gesagt, von vorne ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ein wenig sehr gewöhnungsbedürftig. Und ach du meine Güte, wie das aussieht von vorne. Ach du meine Güte. Ist auch echt ein recht hohes Gebäude jetzt geworden. Muss man hier auch ganz ehrlich sagen. So, dann kleide ich hier erstmal wahrscheinlich alles drinnen aus. Slabs habe ich ja noch einige. Dann die Schaufel rausholen. Oh, die ist schon fast kaputt. Und drei... Ja. Da konnte ich nicht mal von drei runterzählen. Da war sie schon kaputt. Dann hole ich mir mal glatt eben noch eine neue Schaufel. Der Flint, komm weg. Und du auch hier, Oak Leaves und alles hier. Die Blumen, die nehme ich mal mit. 5. Und ich brauche... wie viel? Wie? Die war das? 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann habe ich auch genügend Blumen. Wie heißt das Lied? Just as soon. Natürlich. Da sind die Fackeln. Setze ich mal eine, damit wir auch ein bisschen was sehen und damit ihr was seht. Oder ich spare einfach wieder Cotton Dreis Videogröße und ihr seht gar nichts. Das kann man ja auch machen. Aber durch die Minimap spare ich ja auch ein bisschen Videogröße, weil die ja relativ simplistisch ist. Und deswegen muss die Bitrate da nicht so hoch sein und da die ja einen gewissen Teil des Bildschirms überdeckt und ich hoffe wirklich, es nervt euch nicht, wenn die Minimap da rumhängt. Das kann ja auch sein. Könnt ihr ja einfach alles in die Kommentare schreiben. Dafür sind sie ja da. Macht das da dann ein bisschen weniger mit der Videogröße, weil ich versuche ja, den Videos eine halbwegs gute Qualität letztendlich zu geben.
damit man auch nicht unbedingt sich so denkt, oh Minecraft, vielleicht habe ich mal, ich habe einen neuen, tollen, ultra hochauflösenden Bildschirm, da kann ich mir das ja vielleicht auch Vollbild angucken und dann kriegt man hier 8-Bit-Grafik vor die Nase gesetzt. Das möchte ich ja nicht. Oder nee, 8-Bit-Grafik ist ja gar nicht mal schlecht. Es geht mir eher um dieses artefaktreiche, verkörnerte und gleichzeitig verschwommene. Das mag ich ja nicht so. Wobei das mit Misas Texture Pack wirklich mitunter schwierig ist, weil so viele feine Details auch in der Entfernung da sind. Ja, so viele Details. Und deswegen werden die Dateien da mitunter zum einen relativ groß und zum anderen, ihr wisst schon. Ach ja. Also, dann nehme ich mal die Holztreppen. Und ja, natürlich. Heiraten, ne? Passt auch gerade super. Harvest Moon, da muss ich jetzt irgendwann mal mich ehrlich an die Erntewichtel dran setzen, damit wir da auch mal heiraten können. Das ist mir jetzt auch schon so lange dran. Nee, das war jetzt ein Fehlversuch, was ich hier gemacht habe. Das war nicht ganz das, was ich beabsichtigt habe. Kommt das hier auch wieder weg? Oh, das hier muss natürlich andersrum. Autsch. Sonst läuft man ja in die Zimmer rein, wenn man hochgeht. Das muss natürlich so herum. Nein, so herum muss das aber nicht. Oh nein, das ist schon wieder eine Folge um. Das gibt's ja gar nicht. Da muss ich da... Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Ja, das war ja super vorausgesehen von mir, ne? Mensch, das gibt's ja wohl nicht. Da muss ich wohl hier mal eben. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte hier. Weißt du, kann ich das auch andersrum machen, bevor ich mir jetzt irgendwie den Ast abarbeite oder was auch immer. Ast abarbeiten, gibt es den Ausdruck überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Mache ich das jetzt einfach so herum, das ist mir jetzt auch zu blöde. So. Und dann machen wir das hier noch weg. Und dann hier, da unten kann dann irgendwie vielleicht ein Fass stehen oder so. Hier geht es dann jedenfalls hoch zu den Zimmern, die dann hier einen Ausblick nach draußen haben werden. Also hier geht man dann so lang und dann ist hier die erste Wand irgendwie so hier. Das ist ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe. Werden dann so 3-4 Zimmer, wo halt nur ein Bett drin steht. Mehr ist das nicht. Und ja, ich denke, ihr ist, was ich meine im Allgemeinen. Von vorne, wie gesagt, etwas gewöhnungsbedürftig. Von hinten kann ich mir das ja nochmal glatt angucken. Einen Moment. Und bitte nicht runterfallen. So, so geht's ja eigentlich fast schon. Moment, da benutze ich Trick 17. Einen Moment. Mist. Ach, das ist ja doof. Der ist ja so ein bisschen breiter, der Staun. Sein Steinzaun an der Seite. Ach, wie komme ich da denn jetzt rüber? Also, von der Seite geht es eigentlich fast sogar schon. So. Hier kann ich ja ruhig runterfallen. Ich möchte das mal kurz jetzt ein bisschen vernünftig sehen und nicht so die ganze Zeit von
Also so von Blickwinkel, wo man das auch normalerweise betrachten würde. Da unten kommt dann halt noch der Keller hin, wie gesagt. Stimmt, da könnten wir dann einfach auch die Treppe einfach nach unten machen, ne? Dann so hier von der Seite geht das ja, glaube ich. Nee, ach, das sieht alles doof aus. Ah, verdammt. So, jetzt habe ich mich aber genug bequengelt. Deswegen werde ich jetzt eine Aufnahmepause machen. Tschüss.